Ja, das Gong 96.3 Kreuzverhör. Wir haben die Spitzenkandidaten der Parteien für die Landtagswahl 2018 in Bayern eingeladen. Und heute bei uns zu Gast Katharina Schulze von den Grünen. Ja, servus, hallo. Genau. Wir stellen unsere Kandidaten immer zuerst unserem Publikum vor. Deswegen bitte ich Sie einfach, dass Sie wie so eine Art Steckbrief sich einfach kurz mal vorstellen, auch ein bisschen was Persönliches zu sich selbst erzählen. Gut, das mache ich sehr gerne. Hallo zusammen, mein Name ist Katharina Schulze. Ich bin die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bayerische Landtagswahl. Durfte jetzt schon 5 Jahre im Landtag sein, war dort auch die innenpolitische Sprecherin meiner Fraktion. Mir ist also das Thema Freiheit und Sicherheit zusammenbringen sehr wichtig. War ja auch groß dabei bei dem ganzen Thema Kampf gegen das Polizeiaufgabengesetz, weil ehrlich gesagt Bürgerrechte einschränken brauchst du in unserer heutigen Zeit in meinen Augen nicht. Und ich komme ursprünglich aus Herrsching am Ammersee, war dort jahrelang Kreisläuferin im meinen Augen besten Verein, TSV Herrsching Handball, und bin schon mal mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking gefahren. Das war großartig. Kann ich jedem nur empfehlen, wer Reisetipps braucht, bei mir melden. Okay, vielen Dank. Genau, wir haben mal die Kinder in den Münchner Schulen gefragt, was sie den Spitzenkandidaten für Fragen stellen würden. Und da bitte ich jetzt einfach um eine kurze Antwort. Wir haben die Fragen vorbereitet, die spielen wir jetzt einfach ein. Einfach zuhören, beantworten. Und genau, gegebenenfalls werde ich noch eine Nachfrage stellen, aber wir starten erstmal mit den Kindern. Hallo, hier ist die Selma aus Solln. Meine Eltern sagen, die Luft in München ist schlecht. Was machst du, dass es besser wird? Hi Selma, vielen Dank für die Frage. Du haben deine Eltern einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir Grüne möchten saubere Luft in den Städten und dafür müssen wir mehr in den Radlverkehr investieren, mehr in den Bus, Bahn, S-Bahn, U-Bahn, damit nicht mehr ganz so viele Autos, die dann auch noch Abgase von sich geben, durch München fahren. Und darum sind wir Grüne ganz klar, wir müssen in Bus, Bahn und Tram investieren und vor allem auch mehr Radwege bauen, damit die Stadt München auch wieder mehr Platz hat für die Bürgerinnen und Bürger und dass da sozusagen man mehr Zeit hat auch zum Spielen und Hinsetzen und Eis essen und all die anderen schönen Dinge. Hi, ich bin Mike. Ich bin der Maxi aus Sendling. Meine Eltern sagen immer, dass sie zu viel Miete bezahlen müssen und wir uns Wohnen in München nicht mehr leisten können. Was tust du, dass wir hier bleiben können? Hi Maxi, also ich wünsche mir sehr, dass du mit deiner Familie hier in München wohnen bleiben kannst und ihr sprecht da ehrlich gesagt ein super wichtiges und richtiges Thema an. Es ist schlimm, dass der bezahlbare Wohnraum in München immer weniger wird, ja, dass die Mieten immer mehr steigen. Und wir Grüne sagen da ganz klar, wir wollen dafür Geld in die Hand nehmen. Wir wollen nämlich mehr soziale Wohnungen bauen. Wir sagen da, wir wollen 1 Milliarde Euro im Jahr dafür investieren. Das klingt sehr viel, das ist auch sehr viel, aber das kann Bayern sich leisten. Und so können wir schaffen, dass wir mehr soziale Wohnungen bauen. Und wenn die dann nämlich dem Staat gehören oder der Stadt München, dann hat man auch eine Kontrolle auf die Mieten und dann kann man dafür sorgen, dass die Mieten nicht jedes Jahr steigen und dann kann man sich auch wieder leichter leisten, in dieser teuren Stadt gut zu wohnen. Hallo, hier ist die Ida aus Trudering. Ich finde es schlimm, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen. Was tust du dafür, dass das aufhört? Ja, du, da geht's mir wie dir. Ich finde das auch schlimm, dass Leute ihr Zuhause verlassen müssen, sich auf so einen schrecklichen und gefährlichen Weg machen müssen, übers Mittelmeer fliehen. Und hast ja vielleicht auch mitbekommen, dass da manchmal auch Schiffe untergehen und dann die Menschen sterben müssen. Und ich finde, das darf einfach nicht passieren. Und wir Grüne sagen da ganz klar, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Und hast du vielleicht auch mitbekommen, wir haben ja schon einen Klimawandel, sprich es wird immer heißer auf dieser Erde. Und wenn es immer heißer wird, ist doch klar, dass wenn ich wo wohne, wo ich dann vielleicht nicht mehr so gut Landwirtschaft betreiben kann, weil nichts mehr wächst, weil die Dürren kommen, oder ich wohne auf einer Insel und das Wasser steigt immer mehr an, dann kann ich auf der Insel irgendwann nicht mehr wohnen, dass ich mich dann auf den Weg machen muss. Das heißt, für uns Grüne ist klar, wir müssen alles dran setzen, dass der Klimawandel nicht stärker wird, sodass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass es weniger Kriege auf der Welt gibt, weil das ist ja auch ein Grund, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Ich bin der Lukas aus Bogenhausen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen für Bayern? Danke für die schöne Frage. Wenn ich einen Wunsch frei habe, ich darf nur einen mir wünschen, gell? Hat er gesagt, hat nur einen gesagt. Okay, dann sage ich nur einen.
Ich würde mir wünschen, dass wir die Tiere besser schützen. Vielleicht hast du ja auch mitbekommen, dass zum Beispiel die Bienen gefährdet sind. Und wenn wir es nicht schaffen, die Tiere, die Pflanzen, auf die besser aufzupassen, dann wird für uns irgendwann Menschen auch das Leben auf dieser Welt sehr, sehr schwierig und kompliziert. Und darum denke ich, ist es eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir die Natur besser schützen. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich genau dies tun. Hallo, hier ist die Lena aus Heidhausen. Meine Mama sagt immer, man muss zu seinen Fehlern stehen. Was war der größte Fehler, den du mal gemacht hast? Okay, das ist eine super Frage. Ich habe schon einige Fehler im Leben gemacht. Ich glaube, jeder macht Fehler und ich glaube, es ist auch total normal, Fehler zu machen. Im Privaten, im Beruflichen. Und wie deine Mama richtig sagt, glaube ich, ist es dann wichtig, dass man dazu auch steht und sich entschuldigt und auch einräumt, dass es nicht okay war, was man gemacht hat. Und wenn man mit dieser Haltung durchs Leben geht, dann glaube ich, kommt man weiter gut voran. Kurz nachgefragt, gibt es einen konkreten Fehler, an den Sie sich erinnern? Beruflich oder? Frei, wie Sie wollen. Es war nach dem größten Fehler gefragt. Ja, dann. Mei, es gab, ja, ich meine, was hat mich zum Beispiel vielleicht, was fand ich jetzt nicht so gut? Naja, im Privaten, glaube ich, macht man doch schon manchmal so Sachen, worüber man sich dann später vielleicht auch ärgert und man sich denkt, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Genau, aber ich habe das dann auch immer wieder danach gleich klargestellt. Hallo, ich bin der Oskar aus Mosach. Mein Papa sagt immer, dass man nicht lügen darf. Hast du schon mal gelogen? Hi Oskar, dein Papa hat recht. Man sollte eigentlich nie lügen. Ja, ich hab schon mal im Privaten gelogen, beziehungsweise vielleicht eher geflunkert. Ich habe nicht so ganz alles gesagt. Und da hat dein Papa recht, das sollte man nicht tun. Und in der Politik darf man natürlich auch erstmal überhaupt nicht lügen, in der Arbeit auch nicht. Und wenn man das dann wirklich macht, also da muss man sich auch, finde ich, sollte man dann auch dann dazu stehen. Gut. Okay, und wir haben natürlich auch die Erwachsenenhörer befragt und gebeten, ihre Fragen zu stellen. Und da hören wir jetzt mal rein. Servus, ich bin der Dirk aus Allach und ich fahre einen Diesel. Und jetzt mache ich mir natürlich Sorgen, weil dass ich irgendwann nicht mehr in die Stadt reinkomme und auch sonst mit dem Auto Minus mache. Wie sieht denn der Plan aus für uns Dieselbesitzer? Ja. Also ich bin super genervt, was die Große Koalition da in Berlin gerade macht, weil ehrlich gesagt haben Automobilkonzerne wissentlich betrogen und jetzt sollen irgendwie die Käufer dafür gerade stehen. Das kann doch wohl nicht sein. Also aus grüner Sicht ist ganz klar, Hardware-Nachrüstung müssen die Automobilhersteller bezahlen, ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, natürlich brauchen wir saubere Luft in unseren Städten. Ich glaube, das möchten hoffentlich alle Menschen und dafür müssen wir die Verkehrswende voranbringen, sprich Ausbau, Bus, Tram, S-Bahn, Fahrradwege, so dass wir möglichst eine nachhaltige Mobilität haben und natürlich sollten wir langfristig auch in das emissionsfreie Auto investieren. Hallo, ich bin die Christine aus Neuried und ich mache mir Sorgen um das Klima. Wir haben doch diesen Sommer gesehen, was die Erderwärmung so macht. Was schlagen Sie vor, um das zu stoppen? Perfekte Frage für eine Grüne wie mich. Wir haben die Erde nämlich buchstäblich von den Kindern nur geborgt. Das sagen wir Grüne immer, das waren früher immer Plakate von uns und das tragen wir auch in unserem Herzen. Und deswegen ist es ganz klar, wir müssen diese Klimakrise bekämpfen und zwar heute und nicht erst morgen. Und wir Grüne sagen, da gibt es Maßnahmen, die wir auch sogar hier in Bayern machen können. Der erste Punkt ist 100% erneuerbare Energien. Sprich, das unsägliche Windkraftverhinderungsgesetz der CSU gehört abgeschafft. Seit wir dieses Gesetz haben, gibt es kaum mehr neue Windräder in Bayern. Und wenn wir 100% erneuerbare Energien wollen, dann brauchen wir auch Windräder. Das ist ganz klar. Also da müssen wir absolut rein. Dann brauchen wir eine Verkehrswende, sprich Investitionen in Bus, Bahn, Tram, Fahrrad und Co. Und wir brauchen natürlich auch eine Agrarwende hin zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft, weg von der Agroindustrie, weil das alles zusammen heizt die Klimakrise an. Und wenn wir das nicht wollen, müssen wir in diesen Gebieten umsteuern. Hi, ich bin der Max aus Riem und muss jeden Tag mit der S-Bahn und dann auch noch mit der U-Bahn in die Stadt pendeln. Und es ist ja jetzt schon immer alles voll. Und da frage ich mich, wie das die nächsten Jahre besser werden soll, wenn es immer mehr Pendler gibt. Oh, ich fühle mit dir. Ich komme ja aus Herrsching am Ammersee und bin die Anfangszeit auch immer gependelt. Und
diese Stammstrecke macht einen wahnsinnig und diese ständig in dieser S-Bahn sitzen ebenfalls. Und da hilft nur Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Eine Taktverstärkung, einen Nordring, einen Südring brauchen wir in München. Wir brauchen mehr U-Bahn, mehr Trambahn, mehr Busse, wir brauchen auch mehr Querverbindungen. Das ist doch so verrückt, dass wir in München immer alles über diese eine enge Stammstrecke lenken. München ist eine große Stadt, München ist eine attraktive Stadt. Viele Menschen kommen hierher und ziehen hierhin. Dann müssen wir auch die Infrastruktur bereitstellen, also Geld in die Hand nehmen und ausbauen, ausbauen, ausbauen. Hallo Martina aus der Mainz-Vorstadt. Ich arbeite als Krankenpflegerin und bei uns fehlen die Leute in der Arbeit. Das Klinikum findet nicht genügend Personal und deswegen bei uns ganze Stationen leer. Wie würden Sie das ändern? Also erstmal merci, dass du in diesem wichtigen Bereich arbeitest. Das wird ja in Zukunft noch viel mehr gebraucht, Menschen, die in den sozialen Berufen arbeiten. Und wir Grüne sagen, bei diesem Thema müssen wir diese Arbeitsplätze aufwerten. Sprich, eine bessere Bezahlung muss her. Ich finde es nämlich ehrlich gesagt auch aus frauenpolitischen Dingen einfach unmöglich, dass die sogenannten Frauenberufe wie Erzieherin, Krankenpflegerin, Altenpflegerin so schlecht bezahlt sind. Das heißt, mehr Geld, dadurch mehr Wertschätzung. Aber in meinen Augen ist es nicht alles. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen angemessen sind, dass du nicht diesen massiven Druck hast, dass du ein bisschen von der Bürokratie befreit wirst, dass man wieder Zeit hat, sich um darum zu kümmern, worum es nämlich geht, nämlich die Pflege der Menschen jetzt in deinem Fall. Und da haben wir Grüne klare Konzepte und Ideen und sind vor allem der Meinung, da müsste die Politik jetzt endlich mal was tun, weil dass wir einen Pflegenotstand haben und dass wir die ganzen sozialen Berufe besser bezahlen müssten, wird ja auch schon irgendwie ständig und dauernd gesagt. Jetzt brauchen wir mal eine Regierung, die das dann auch umsetzt. Claudia aus Garching hier. Ich habe mitbekommen, dass beim Bäcker ein Flüchtling als Lehrling anfangen sollte. Tja, und dann ist er abgeschoben worden. Finden Sie das in Ordnung? Nein, ich finde das natürlich nicht in Ordnung. Und das ist das, was mich auch wahnsinnig aufregt an dieser CSU-Regierung. Wir haben auf der einen Seite einen Fachkräftemangel. Ja? Leute suchen händeringend Menschen, die sie ausbilden können. Sei es in der Bäckerei oder in der Polsterei oder irgendwo anders. Ja? Und wir haben auf der anderen Seite Geflüchtete, die würden gerne arbeiten. Und da sagt ja so der gesunde Menschenverstand, hey, Win-Win-Situation, tun wir die beiden doch einfach zusammenmatchen und alles ist gut. Aber dazwischen steht die CSU-Regierung und stellt ganz oft vor den Ausländerbehörden die Arbeitserlaubnis nicht aus. Und aus grüner Sicht muss das beendet werden. Wer hier einen Ausbildungsplatz hat, soll 3 Jahre bleiben dürfen, die Ausbildung machen und danach noch 2 Jahre hier arbeiten können. Das ist doch ganz klar. Und ich verstehe nicht, warum da immer rumgeeiert wird. Integration muss man gestalten und die kann man nicht aussitzen. Hi, ich bin der Jens aus Milbertshofen. Es kann doch nicht sein, dass immer mehr Menschen aus der Stadt wegziehen müssen, weil sie sich die Miete hier nicht mehr leisten können. Klar, viele Wohnungen bauen, das hilft, aber was machen wir denn, bis die fertig sind? Also erstmal Servus nach Milbertshofen, mein Stimmkreis. Muss ich mal kurz einwerfen. Ein wichtiger Punkt, der angesprochen wurde, der Zuzugsdruck auf München ist ja wirklich enorm. Ich meine, München ist eine attraktive Stadt, Leute ziehen gerne hierher und es ist natürlich schlimm, wenn andere dann wieder diese Stadt verlassen müssen. Darum ist, glaube ich, der eine Punkt, den du auch angesprochen hast, richtig und wichtig, wir müssen mehr bauen. Und vor allem müssen wir klug bauen. Wir müssen nachverdichten, wir müssen wirklich jede Lücke nutzen, um weitere Wohnungen dorthin zu bauen. Das alleine, glaube ich, wird aber die Wohnungsproblematik nicht lösen. Ich denke, Wohnungsproblematik in den Ballungsregionen lösen wir auch nur dadurch, indem wir auch den ländlichen Raum stärken. Was meine ich damit? Wenn zum Beispiel jemand im ländlichen Raum aufgewachsen ist und dort eigentlich gerne bleiben würde und ein Start-up gründen möchte, dann aber da nicht bleiben kann, weil die Internetverbindung so verdammt langsam ist, dass er die großen Dateien gar nicht zum Kunden schicken kann und deswegen auch in die Stadt ziehen muss, hat es natürlich einen Verdrängungseffekt. Darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch gleichwertige Lebensverhältnisse auch auf dem Land haben, sprich Glasfaseranschluss in jedes Haus, flächendeckenden Mobilfunknetz, sodass wir so ein bisschen das Entzerren und diesen massiven Zuzugsdruck auf die Ballungsregionen entschärfen und dass dann die Menschen, die dann auch hier wohnen bleiben wollen und das auch müssen, weil sie hier zum Beispiel eine Arbeit haben, sich das Wohnen auch noch leisten können. Gut, herzlichen Dank. Das waren jetzt schon die Fragen unserer Erwachsenenhörer. Ja, genau. Das ging jetzt aber schnell. Genau, das war im Gong 96.3 Kreuzverhör Katharina Schulze von den Grünen. Herzlichen Dank. Sehr gerne.